Kampf Nummer 22. Mario gegen Fuegro. Fuegro ist übrigens ein Pokémon. Ein Wrestler-Pokémon. Passend zum heutigen Abend. Guck mal einer an. Ja, ja, schon wieder ein Wrestler. Mucho Nacho. Hat er gerade schon. Mucho Nacho. Ja, ja. No, die Pokémon sind heute in Wrestling-Stimmung, habe ich so das Gefühl. Also, Mario und... So, herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Jetzt habe ich das Ding hier abgeschossen. Let's go. Na, jetzt dem Anlass entsprechend. Ich bin sofort wieder da. Ja, ja, alles gut. So, Mario. Mario! Gegen! Wo ist er denn jetzt hin? Da! Fuegro! Fuegro! So! Der Kampf geht 3 Minuten. Jetzt bin ich hier dran! Ich mache Fuegro fertig. So, wir sollen gucken, ob der Körperstand sich verändert hat. Da, Kirby, dann gucken wir hier was nochmal. Ich habe ja nicht gewonnen, deswegen kann ich, nichts merken. Ja, ich habe nicht gewonnen. Ich habe verloren. Außerdem muss ich mich jetzt auf den Kampf konzentrieren. Ja, du musst erstmal machen eine Wette. Ja, das weiß ich. Ach so, was denn noch gar nicht so? Okay, nee. Die Wette laufen gleich sofort. Weil... Aber ihr habt doch die Zeit auch auf dem Kopf. Was soll das denn? 2 Minuten 42, 40. 2 Minuten 40 noch. Okay, super. Ja, alles gut. Wenn wir eine Pause machen, dann machen wir kurz Pause. Wir können die nicht wetten. Genau, wir pausieren mal kurz. So, jetzt müsste es soweit sein. 1 für Mario, 2 für Fuegro. Wettete für mich, ich bin der Gewinner. Ach so, jetzt weiß ich auch, was du machst. Ich kann die ganze Zeit nicht auf dich reden. It's me, Mario. It's me. Ich wette jetzt auch mit, um zu gucken. Genau. Wette 1, auch für mich selber. Natürlich gewinne ich die Karte. Da ist die Mario Paint Maus. Oh, wie gemein. Kennst du das dieses Fliegenklatschenspiel? Nein, ich kenne dieses Fliegenklatschenspiel. Na doch, ich kenne dieses Spiel. Habe ich mit meinem Bruder Luigi immer gespielt. Nachdem wir Rohre gereinigt haben. Oh, nein, musst du verstehen. Wie das Klempner. Gucken uns jeder Rohr an. Kapische! Ja, sehr schön. Also, auch dieses ein Zitat aus dem Fundus vom Bettgefallen. Wenn jemand das so, das ist so ein Zitat in den Chat oder Ausrufezeichen tot. Mit den ganzen verbalen Durchfall ergrüßen. Belohnt, die wir hier so von uns gegeben haben. Und danach werdet ihr sagen, nee, das nicht. Das wollte ich gar nicht. Ja, genau. Nee, eigentlich wollte ich das auch nicht. Ach, was ist so übel? War wohl der krankhafteste Schwachsinn, den ich je gehört habe. Und jeder Mann in diesem Raum ist nur dumm, weil er sie angreift. Das werdet ihr nicht hören, aber lesen. Oh, jetzt. Ja, kam jemand mit dazu? Ich weiß gar nicht, wer das ist. Was ist denn passiert? Ich war nicht aufmerksam. Bin ich am Gewinnen? Wer führt, Kinder? Da braucht sich was zusammen. Mario kocht da eine Süppchen. Das ist auch nicht schlecht. Ich koche mein eigenes Süppchen. Keine Lasagne. Oh, der Greif hat uns. Oh. Ein Versuch hat er noch. Wen wird er mit rausnehmen? Wird da jemand rausnehmen? Und wenn ja, wird das Spiel entscheidend sein. Oh, da hat er Fuego. Auf wieder tschüss und wieder eine Punkte für mich. Auf wieder schauen und ich bin unbesiegbar. Ich habe keine Zeit, ich muss die Prinzessin retten. Ja, das ist auch ein bisschen unfair. Fuego, ein Pokémon mit Wrestling-Erfahrung. Und ja, aber ich bin in Prinzessin-Retten-Erfahrung. Und ja, Rohre reinigen. Gut, dass es heute nicht darum geht. Boom, voll auf die Fresse, aber nicht mit mir. Wer hat gewonnen? Fuego oder Nintendo Galionsfigur? Wer wird das Rennen machen? Und gewonnen hat... Fuego! Ich habe verloren, schon wieder. Oh man. Der schummelt doch, wird gesagt, ja. Der kann halt. Verdammt, der Mist. Boah. Wenn man diese Masken länger trägt, dann kriegt man so eine Boxernase. Ja, ich weiß. So, herzlichen Glückwunsch an Fuego und an alle, die auf Fuegro gesetzt haben. So, Match Nummer 23.
So, nächstes Match ist Match Nummer 23, Mii Schwert, das ist die Mii-Figur mit Schwert und Zelda. Oh oh. Ah, der Schwein schlägt Frauen. Das prognostiziere ich jetzt schon mal. So, und eins ist, ich gebe mal ein Mii Schwert. Wenn ihr auf Mii Schwert setzen wollt, dann tippt gleich die 1 ein. Zelda. Da die 2. Also, der Mii-Schwertkämpfer auf Platz 1 und Prinzessin Zelda aus dem gleichnamigen Videospiel-Universum. Da ich jetzt gerade schon wieder verloren habe, kann ich meine Theorie gar nicht austesten, weil ich die ganze Zeit verliere. Ich gebe den Tipp gewinnen. Ah, danke, das ist echt, ey, danke, danke. Und nicht sterben. Pro-Tipp. Pro-Tipp, nicht sterben. So, und. Nein, noch nicht, Schlauti, noch nicht, sorry. Ich war noch nicht so weit, ist noch nicht so weit. Wir können aber jetzt schon mal starten. Jetzt geht's los. Let's go! Ja, damit ihr ein bisschen mehr Zeit zum Wetten habt, hier noch ein kleiner Shoutout ans Retronom. Das ist keine Möhre, Edge. Ich nehme. Edge, ich bin tendenziell eher. Du solltest wissen, wie ein Pint aussieht. Das ist ein Bierglas. In den anderen, oder was? Genau. So, gut, dass man im Chat wurde gefragt, für alle diejenigen, die sich das ein paar hundert Jahren angucken, was... Reden wir nochmal gerade, immer sehr merkwürdig. Haben wir das Ding zwar aus, ne? Nee, ich hab's, wollte es ausmachen, aber du warst am Ende, hab ich's angelassen. Ich tippe auf Zelda, ich bin eher da so der Frauen... Ach nee, ich hab vergessen, oh. Ich Vollprofi hab natürlich, Wo warst du denn? Ja. Du musst wie sagtest du gerade noch zu Schlauti, du musst mindestens 10 oder 1000 setzen. Oh, das ist aber jetzt. Das finde ich gut. Die meisten haben auf Zelda getippt, weil die wahrscheinlich nicht wollen, dass der Schwein die Frau schlägt. Wie hast du mich genannt? Schwein. Unfassbar, und der prügelt echt auf die Frau ein. Ist das denn zu fassen, dass man das heutzutage noch einfach hallo, machen kann. Hallo, Gleichberechtigung, ja? Die Frau ist nicht mehr das schwache Geschlecht, die kann sich selber wehren. Außen haut die auf, siehst du? Ja, Gleichberechtigung. Bei Frauen ist das was anderes. Gleichberechtigung. Reduziere die Gesundheit des Gegners auf Null und halte deine Überwindung. Feminismus regelt schon. Genau. Sehr gut, Zelda. Zelda heißt das übrigens nicht. Zelda. Zelda? Ne, ja, das habe ich letztens noch gehört. Ich meine Zelda. Aber Zelda ist doch der mit dem grünen Anzug, oder nicht? Ja, natürlich. Oh, was zeige ich mal? Eine Menge Pokémon. Booster, zeig mal. Also, was soll er zeigen? Er kann ja nichts zeigen. Felix hat kann auch nichts zeigen. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Ich hab doch nicht aufgepasst. Zelda, halt dich! Locker weg! Auf jeden Fall alle schön, dass ihr bei unserem Jubiläumsstream heute dabei seid. Ihr habt doch den Frauenbonus. Hier gibt's keinen Frauenbonus, hier ist jeder gleich. Ich bin gleicher. Schön, dass ihr alle eingeschaltet habt zu unserem 50. Jubiläumsstream. 50 Mal waren wir schon mittlerweile über 50, weil die Sonderstreams haben wir nicht dazu gezählt, aber 50 genau. Mal zu regulären Streams standen wir schon vor der Kamera. Unfassbar eigentlich. Wir machen das sogar schon fast seit einem Jahr. Jetzt hast du gelogen. Wir sitzen meistens. Wir sitzen ständig. wir sind sogar schon seit fast einem Jahr zugange. Noch 2 Monate circa, dann ist das Jahr voll. Sind wir schon ein Jahr hier. Und damit jemand vorne. So eine Benjamin Blümchen-Torte mit einer Kerze drauf. Ja, machen wir. Das. Ihr habt's gehört, machen wir. Wir hätten so gerne voll viel vorbereitet für heute. Aber dadurch, dass es im Moment so stressig ist überall, kamen wir leider zu nix, ey. Aber ja, ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja, wir haben ja noch einige Jubiläumsstreams. Wir haben ja irgendwann mal den Affiliate-Status, da gibt's was zu feiern. Einjähriges gibt's, dann gibt's auch noch was zu feiern. Da lassen wir uns auf jeden Fall was Besonderes einfallen. Hoffentlich, dass wir da die Zeit für haben. 2, 1. Wer hat jetzt gewonnen? Ich hab nie aufgepasst. Oh, guck mal, wer da ist. Sieger Zelda! Zelda hat gewonnen! Sehen wir, was in der Stage stand? Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner!
Super! Also, ich kann bestätigen, dass man Rivalis bekommt. Und also, warte mal, Moment. Wer dafür ist, dass Gustav und Dennis von mir gebackene Piccolinis testen sollen, eins in den Chat und dagegen zwei in den Chat. Moment mal, da haben wir immer noch welche mit zu reden. Also ich mach doch, das ist doch ein Witz. Hättest du mal auf mich gehört und hab Wälder gemacht. Ich mach mal in der Zwischenzeit hier wieder, du kurz mal, warte mal, erstmal. So, nächster Kampf. Ja, warte, erstmal gehen wir wieder ins Wohnzimmer. Ich mach das mal zwischendurch, damit das am Ende nicht so lange dauert. Wer hat denn jetzt gewonnen? Zelda, ne? Was denn jetzt? Kampf Nummer 24 übrigens. Genau, jetzt hat er Zelda gewonnen. Pit gegen Kirby. Oh, Kirby! Du nimmst auch teil. Also, da weiß ich jetzt schon, da will ich Pit. Ach komm, ich sehe voll lustig aus mit der Käppi hier. Ja, ja. Hallo! Ich bin so viel! Ich bin's, ein Lauch. Das ist ja alles ohne Schwert. Das sieht mit der Mütze so aus. Riecht nach Kaka. So, was ist dein Hof? Das war das mit Kirby. Das erinnert mich. Du weißt doch, dass du anklopfen sollst und ich sauge. So, wir müssen ernsthaft hier moderieren. Hast du ernsthaft jetzt das Wort ernsthaft benutzt? Im Unterkontext? Ernsthaft? Really? Really? Jetzt wollte ich fast das N-Wort sagen. Aus Gewohnheit. Achso, ups. Okay, mach es besser nicht. Ich konnte es mir noch verkneifen gerade eben. Das ist gut. So, die Wetten sind gestartet. Der hat 5 Minuten Zeit, um zu wetten. Ich muss nur mal sagen, wer, was, wo, was? Kirby. Ja, genau. Mit Kirby, Super Saiyan Omega. No name. Ding. Da. Pit und Kirby. Ich glaube, ich habe schon eine Vermutung. Kirby, du hast sogar bei uns Rosa im Stream. Das passt super. Passt echt gut, ne? Deswegen wettet also 1 für Pit, 2 für Kirby. Ausrufezeichen Bett, so, die Zahl ja, und dahinter die Menge an Rivalis, die ihr setzen wollt. Und dann könnt ihr gewinnen. Viel Erfolg. Warte. Echt jetzt? 24. Das ist ja sowas nicht. Wieso 24? 22? Ah, Super Sande. Deswegen. Ah, das klar. Nochmal raus. Deswegen. Alles klar. Wenn euch gefällt, was ihr seht, lasst uns ein Follow da. Wir sind voll gehypt. Also mir. Auf jeden Fall, ich habe festgestellt, egal wie, im Moment habe ich sehr viel Stress auf der Arbeit. Weihnachtszeit und so. Aber jedes Mal, wenn ich hier bin, dann entspannt mich das tatsächlich. Man vergisst halt für ein paar Stunden die Stress im Alltag. Der wäre jetzt nicht so schlimm, komme ich mit klar. Aber man vergisst tatsächlich und tut echt gut. Deswegen haben wir richtig Bock drauf. Machen wir das jetzt auch in Zukunft. Zweimal die Woche. Wenn es bei uns klappt. Wird nicht immer funktionieren, aber zum genau. Größten Teil. Nächste Woche Freitag sind wir das nächste Mal dann hier. Okay, was war da jetzt? Pit zuerst, ne? Pit gegen Kirby. Nächste Woche Freitag sind wir wieder am Stissel. Da gibt es wieder Borderlands. Und nächste Woche Sonntag ist schon wieder soweit. Da geht es um Dennis Kopfbedeckung. Um die Krone geht es nächste Woche Sonntag. Hier. Schlag auf Schlag. Hier, ne? Hier. Da, weißt du, kennst du das? Dann tausche ich die Mütze gegen das Ding. Was am Mai? Nächste Woche Sonntag, nicht vergessen. Und, ich habe die hart erkämpft, meinst du, die gebe ich so leicht wieder ab? Und heute nach dem, am Ende des Streams drehen wir das zweite Mal das Rad, um zu entscheiden, welches Spiel gespielt wird. Das erste Spiel ist Soccer Slammers. Das zweite Spiel wird heute entschieden. Wird heute am Rad gedreht und ihr werdet sehen. Da, hier, Kurt, wolltest du mal anfassen, damit du weißt, wie die sich nur anfühlt. Ich weiß, wie die sich die anfühlt. Ja, weißt du das noch? Sagt der jetzt seit einer Woche hat, weißt du? Ja, siehst du, deswegen geht es. Ich habe mir die hart erkämpft. Ich werde nicht nochmal. Was für uns zu backen oder zu machen oder so. Eins für Pit, zwei für Kirby. Ausrufezeichen Bett, nicht vergessen. Katze-Fan, weißt du was? Mach einfach. Ich stimme für. Was war das? Auf jeden Fall, ich stimme dafür. Ich weiß mal nicht, was das ist, aber ich bin dafür. Ich mach. Was denn? Piccolinis sind kleine Mini-Pizzen. Ah, okay. Ja, hau raus, Jungen. Mach. So.
So, die Wetten sind noch für 2 Minuten geöffnet. Ist immer Platz für Pizza. Ja. Super Thunder, jeder hat 10 Leben und es geht auf einer Omega-Stage. Das bedeutet, es ist eine glatte Fläche, nichts zu verstecken, nichts zum... Oh, oh, das ist ein Angriff. Das war ein Doppelwumms. Eigentlich war es bis jetzt nur einer, aber ich weiß, was du meinst. Oh, da gibt es gleich einen. Oh, Kirby. Oh. Kommt zurück. Lässt sich das nicht bieten. Und Pizza. Oh, das geht hier Schlag auf Schlag. Bei mir geht Pizza auch immer. Richtig. Was denn da los? Oh, Kirby kriegt auch nicht auf die Fresse. Na, na. Also, es ist auch so. Also, auch wirklich. Und, oh, ja, da fliegt er wieder raus. Hier geht Schlag auf Schlag. Oh, und da, jetzt geht Kirby in Führung mit... Los, Kirby! Oh, das geht aber... Jetzt wir lassen deutlicher Sieg für Kirby. Go, Kirby! Es ist auch mein Favorit, die rosane Knutschkugel aus dem Hause HA Laboratory. Ja, der andere ist so ein bisschen... Nintendo. Merkwürdig, der sieht aus wie Armor. Ja, das ist der von Kid Icarus. Kennst du das Spiel noch? Und das ist die Hauptfigur Pit. Habe ich nie gespielt, glaube ich, aber ich kenne es. Ja, das war, glaube ich, für den Nintendo und auf dem Gameboy gab es das auch schon in die Flügel. Lauf ihn ein. Zack. Wow, das ist aber... Oh, oh, oh. Ja. Oh, da hat er lange gewartet. Das war ein bisschen Not gegen Elend. Haben sich beide verfehlt und dann hat Kirby den entscheidenden Schlag gesetzt. Zack. Oh, oh, oh. Jetzt wird's nochmal spannend oder fährt Kirby den Sieg nach Hause? Oh, das sieht jetzt. Der Doppel ist gelutscht. Der Engel, dem Engel werden die Flügel geschoben. Zack, boom, nochmal. Ein Kirby noch. 6:1, das ist aber wirklich auf jeden Fall. Kirby lässt sich nicht mehr die Butter vom Brot nehmen. Nee, also mit der Leistung ein ganz klarer Favorit für den Titel. Das ist. Ist das ein Zeichen an die anderen Konkurrenten, dass mit Kirby zu rechnen ist? Ich glaube ja. Also, eine Sache muss ich noch sagen und zwar. Dass es sind noch nicht tatsächlich, obwohl Smash Bros. Schon so lange draußen ist, nicht alle Amiibos von allen Kämpfern erschienen. Das letzte Amiibo von Sora aus Kingdom Hearts. Und das war's für Kirby, das war relativ eindeutig. Oh, Kirby, herzlichen Glückwunsch, Kirby. Kirby wahrscheinlich im Spiel und Kirby auch, im Chat. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass Kirby für Kirby getippt hat. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ganze 1000, wenn ich das richtig gelesen habe. Boah, da warst du ja aber sicher. Jetzt hat er eigentlich auch mal gewonnen. Wissen. Yeah, herzlichen Glückwunsch, Kirby. Ich feiere mit dir. Sehr gut. Jo, so, kommen wir zum nächsten Kampf. Es geht Schlag auf Schlag. So, das letzte Amiibo von Sora aus Kingdom Hearts ist nämlich noch gar nicht draußen. Das erscheint erst nächstes Jahr. Irgendwann Kampf Nummer 25 übrigens. Wenn wir mit dem Turnier weitermachen und Sora Amiibo sollte noch nicht raus sein, dann werden wir das Turnier machen. Und irgendwann mal den Turniersieger den Sora Amiibo auf Level 50 antreten lassen, um das eins nochmal klarzustellen, dass das auch wirklich alle Amiibos teilgenommen haben. Und das werden wir dann wahrscheinlich irgendwo zwischendrin mal machen. Oder vielleicht ist Sora bis dahin ja auch auf dem Markt. Wer weiß. So, nächster Kampf ist Game & Watch. Game & Watch. Aber in der anderen Reihenfolge. Gegen Kazuya. Game & Watch, alte Spielserie. Und Kazuya aus Tekken. Wer es nicht kennt, aber PlayStation-Spieler kennen ihn nicht. Also ich kenne es, auf jeden Fall. So, wir nehmen Wetten an, let's go! 1 für Kazuya, 2 für Game & Watch. Apropos, ich muss mal eben kurz, wenn ihr auch mal ein bisschen Vorab-Infos haben wollt über uns und unseren Stream und was so alles noch kommt, dann schaut mal in unsere Telegram-Gruppe rein, die ist öffentlich, da könnt ihr über den Link einfach rein. Und wenn ihr wissen wollt, was wir noch so alles gemacht haben, dann schaut mal auf unserer YouTube-Seite vorbei. Bei YouTube erscheinen jeden Tag im Prinzip die Streams in gemütlichen 20 bis 30 Minuten Häppchen. Schaut gerne rein. Oh, mein Schatz ist da. Also, wette doch ein bisschen mutiger. 10 Rivalis. Kirby, 30 Rivalis. Komm, damit der Pott ein bisschen was hat, kann ich ja auch gerne mal mitwetten. Und ich setze ja... Ich versuche die 50, ja, das ist doch schon mal was. So. Ich tippe auf, damit der Pott ein bisschen mehr Rivalis hat, wette ich mit. In der Hoffnung, dass ich verliere, damit ihr die Rivalis gewinnt. Affen scheißen geil! Genau, das ist Limax neuer Lieblingssound. Selbst eingesprochen. Genau, vielen Dank dafür, Limax. Haben wir ihm dafür schon Rivalis gegeben? Ja. Haben wir? Hab ich gemacht, ja. Sehr gut.
Genau, weil sein Sound ist Affenscheißen geil. So sieht's nämlich aus. Sehr vielen Dank dafür. Und zugeschickt. Und wir haben natürlich gesagt, wenn das gewünscht wird, für jeden umgesetzten Vorschlag, wenn ihr einen habt, was wir spielen sollen oder Sounds oder sonstige Sachen, die wir hier machen können, oder ihr, wenn ihr hier mal zu Besuch seid und ihr bringt was mit, so wie der Kirby beim letzten Mal, dann gerne werden wir hier auch mal gewisse Dinge honorieren. Gerichte selbstverständlich Belohnung für. Genau, und jetzt, ich dachte, Mr. Game & Watch gerannt. Ja, Gustavo hat Papier gut vorgelesen, hat dann aber auch gesagt, in der umgekehrten Reihenfolge, dass er sich da. Sorry! Nee, ich hab's aus Versehen in der falschen Reihenfolge vorgelesen. Ja, du willst, gebe ich dir das Geld wieder. Das ist aber scheißen geil! Affenscheißen! Auch Katze-Fan findet das Affenscheißen geil! Ja! Weißt du? Ich find das. Show your face! Oh, Schlauti guckt uns schon seit 7 Tagen und 14 Stunden zu. Herzlichen Glückwunsch dafür. Übrigens, dass ihr alle zugeschaltet habt, das finde ich. Dramatische Pause. Hier ist alles super. Hier ist alles cool, denn du bist nicht allein. Hier ist alles super. Hier kann dein Traum wahr sein. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid die coolsten der Welt. Danke, 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 danke. Eigentlich müsste das Sound sein, ihr seid alle super. Ja, eigentlich ja. Ihr seid alle cool und wir sind nicht allein. Ja. Wow, mein Schatz, da guckt uns schon 5 Tage und 5 Stunden. Zum Bleistift? Das weiß man doch nicht. Ach so. Ah. Ja. Schon gut. Unser erster Tag. Ja. Wow, ein Tag und 15 Stunden schon deiner kostbaren Lebenszeit. Vielen Dank. Einen Tag, 7 Stunden. Limak, ey, ihr seid wahnsinnig. Wie konntet ihr euch das so lange antun? Du hast gewonnen, ich habe nie aufgepasst. Mr. Game and Watch. Mr. Game and Watch. Ja, scheiße, ich habe gewonnen. Ich wollte eigentlich nicht gewinnen. So, dann. Ja, so. Match Nummer 26 ist ein Dreikampf.